Die Dorfmusik Schiedlberg dankt auf diesem Wege den nachfolgend eingeblendeten großzügigen Gönnern und Förderern. Sie haben durch den Kauf des Gesamtprogrammes des diesjährigen Wunschkonzertes die Dorfmusik wesentlich unterstützt. Die Spenden werden für die Ausbildung und Jugendbetreuung verwendet. Voll besetzt war der Saal im ehemaligen Gasthaus Guga, als die 38 Musikerinnen und Musiker der Dorfmusik Schiedlberg und der Kapellmeister Josef Baumgartner ihr Wunschkonzert eröffneten. Ja, die Dorfmusik Schiedlberg ist ein Verein in der Gemeinde Schiedlberg, wo es zwei Musikkapellen gibt. Wir sind die etwas kleinere und die jüngere vom Bestehen her. Wir haben uns wirklich einige Wochen sehr bemüht und ich glaube, ein sehr schönes, farbiges Programm vor allem für die Zuhörer geschaffen. Was unserem Verein, glaube ich, sehr auszeichnet, ist, dass eine sehr familiäre Stimmung da drinnen ist. Und also wir sagen auch, gemeinsam musizieren ist irgendwo in diesen beiden Wörtern eigentlich das, was uns ausmacht. Und das spürten auch die Zuhörer bei den bekannten Melodien von Jacques Offenbach. Kapellmeister Josef Baumgartner hatte bei der Auswahl der Stücke auf Beliebtes, Bekanntes und Bewährtes gesetzt. Von der traditionellen österreichischen Blasmusik, Potpourris, Filmmusik, wir haben was dabei von den Beatles, wir haben Oldies dabei. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes, buntes Programm zusammengestellt. Wir haben super Solisten, wir haben eine Oboistin, wir haben erstmalig eine Violine dabei, ein kleines Mädchen spielt mir das Lied vom Tod, das Solo. Wir haben einen Tenorhorn-Solo dabei. Durch das Programm führte Elisabeth Zachhuber. Zwischen den Musikstücken gab es von ihr reichlich Heiteres und Besinnliches. Eine Welt ohne Musik war ausgeschöpfter Brunnen, war ein Himmel voll Wolken, ein Tag ohne Sonne, war ein Tag voller Nebel, ein Morgen ohne Tau, war ein trümmerinnes Wasser, ganz kalt und ganz grau. Eine Welt voller Musik war eine Welt voller Freude, war eine Welt voller Frieden, eine Welt ohne Streit. War eine Welt voll mit Brüder, war eine Welt voll mit Liebe, war eine Welt voll mit Sonnenschein, bis zum Ende hin nicht trieb. Drum dann, mein Herrgott, mehr möchte ich nicht sagen, für die Leute, die uns die Musik ins Herz eingetragen, die uns vor den Schönen, die es gibt da im Leben, wir heute voller Freuden ein bisschen was geben. Es sind besondere Leute, verdienen ein Lob. Und du tragst bescheiden dahin die schöne Gabe. Und du tragst bescheiden dahin so viel Freude und Schönes, das so nicht hält, gerade jetzt unserer Zeit. Moderne Musical-Arrangements gehören ebenso zu einem Wunschprogramm wie virtuos vorgetragene Solostücke.
Gabriels Thema mit Bettina Klingelmeier auf der Oboe. Was wäre ein Blasorchester ohne traditionelle Marschmusik, unterstützt durch kräftige Stimmen? Im Einsatz spielten die Nachwuchsmusiker, ob Melodien aus Phantom der Oper oder Songs von ABBA. Das Publikum dankte ihnen mit reichlich Applaus. Eine besondere Ehre wurde Stefanie Weißensteiner und Melanie Kampenhuber zuteil. Beide wurden als junge Musiker in die Kapelle aufgenommen. Und Theresa Klingelmeier wurde an diesem Abend das silberne Leistungsabzeichen verliehen. Big Band Sound der Extraklasse gab es von der Swing Combo der Dorfmusik als Sondereinlage. Once Upon a Time in the West, Ennio Morricones Titelmusik aus dem Kultwestern Spiel mir das Lied vom Tod, stilvoll auf der Violine mit großem Orchester.
zünftige mährische Polka-Klänge durften natürlich auch nicht fehlen. Nationalrat Johann Singer, einst Stabführer der Dorfmusik, zeigte sich vom diesjährigen Wunschkonzert restlos begeistert. Das Konzert war, wie immer, sage ich jetzt einmal, super. Es war die Programmauswahl, war wirklich entsprechend und man hat gesehen, welche Euphorie bei den Musikern ist. Und das ist auch gut umgekommen. Der Kapellmeister hat es ganz super eingestellt, die Kapelle. Und ich muss sagen, der kann herzlich gratulieren und vor allem also auch den Kapellmeister Sepp Baumgartner. Also wirklich, hat wirklich eine tolle Leistung erbracht und hat wirklich also alles rausgeholt von den Musikerinnen und Musikern. Wir dürfen nicht vergessen, sehr viele Junge auch dabei. Alles im Allen eine gelungene Sache.